Yo, willkommen zurück zum Minecraft Mark. Weiter geht's. Und zwar geht es heute nicht hiermit weiter. Und auch nicht mit DecoCraft, wie ich es eigentlich gesagt hatte, sondern ich hatte voll die gute Idee. Und zwar hatte ich mal in mein ME-System geguckt. Oh, da haben wir 366 Level. Wer nicht gesehen hat, wie ich das quasi die Fläschchen automatisiert da drauf geschmissen hat, guckt sich einfach mal die letzte Folge an. Und zwar habe ich gesehen, dass ich relativ viele Coins habe. Eigentlich viel zu viele Coins, vor allen Dingen, weil es noch um die 10.000 Münzbehälter gibt, wo auch nochmal richtig viele Coins drin sind. Und ich habe gesehen, man kann die Sachen zu Nuggets verarbeiten und die Nuggets dann autocraften. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Und zwar in dem Alloy-Smelter wird aus einem Nugget werden, kurz überlegen, werden zwei Barren. Aus einem Coin werden zwei Nuggets, so. Deswegen würde ich fast schon sagen, machen wir mal so. Eigentlich müssten jetzt jeden Moment hier die Dinge anfangen, die Nugget zu braten. Da war ein Nugget. Achtung, Nugget. Nugget. Komm, wir machen das mal so. Okay, pro Coin ein Nugget. Alles gut. So, und dann ist ja der nächste Schritt. Aus den Nuggets macht man Goldblöcke. Nee, nicht Goldblöcke. Gold. Wie nennt man das Ding dazwischen? Barren, auf jeden Fall. So, deswegen will ich mal ganz kurz sagen, Ender.io. Und ich glaube, dafür brauche ich ein Gerät. Soulbinder? Ne, warte mal, wie hieß der nochmal? Nein. Der hat einen ganz komischen Namen. Splice. Oh, den haben wir sogar noch. Sehr gut. Weil dafür brauchen wir auf jeden Fall was. Weil es gibt einen sogenannten Crafter von Ender.io. Und dafür brauche ich so einen Kopf hier. Und dafür brauche ich zwei Solarium. Haben wir kein Solarium? Doch, wir haben 5 Solarium. Sehr gut. Wir brauchen Solarium, dann brauchen wir Silikon. Haben wir auch, dann brauchen wir einen Zombie-Kopf. Zombie-Kopf. Boah, sehr gut, einen. Hallo? Warum kann ich den nicht rausnehmen? Ist er nicht mehr da? Ist der vielleicht gar nicht mehr drin? Oh, ich glaube, der wird immer weggeschmissen. Das wäre natürlich doof. Oh Mann, oh, okay. Da müssen wir ganz kurz einstellen, dass wir Köpfe gerne behalten möchten. Sage mir nur, wo es war. War es hier? Ja, da. Boah, jedes Mal, wenn die Regenmaschine Gas gibt, so Anti-Regen, erschrecke ich mich, ey. Zombie-Kopf. Da ist er. Sehr gut. Jetzt, ne, mal siehst du, jawohl, klappt, alles gut. So, und zwar brauchen wir für den sogenannten Crafter, für den Crafter brauchen wir auf jeden Fall ein Redstone noch. Und ich glaube, den werde ich nicht, doch, den werde ich aufbauen, den baue ich auf. Nur 1,1 Millionen Redstone, alles gut. Wollte gerade sagen, den brauche ich ja eigentlich nicht in den Wand integrieren, aber ich mach's mal für euch, wenn ihr das Haus quasi nach dem Download übernimmt. Oh, da ist ja noch so ein Ofen drin. Weil irgendwann wird ja auch der Download hier angeboten. Ich weiß ja nicht genau wann, aber es kommt auf jeden Fall. Ich glaube, das Kabel ist genau da drunter, oder? Genau da drunter, warte, nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Ihr wollt schon sagen, komm da nicht mehr raus oder was? So, Configuration. Ach genau, das Ding habe ich gemacht, wenn ich mal zwischendurch mal was zerbröseln möchte, damit man nicht unbedingt immer da rein muss. Conduit. Wir brauchen ein Stromconduit. Weil die Idee kam mir quasi, als ich diese ganzen Millionen Coins gesehen habe. Und da dachte ich mir, da musst du mal Abhilfe schaffen. Aber sowas von. Das kann es ja nicht angehen, weil gerade wenn wir sowas haben, sollte man das auch benutzen. Und andersrum werden die Coins natürlich nur benutzt, um irgendwie, ich meine, den Sturmwaffel habe ich immer am Kopf geworfen. So aus Spaß mal, dafür waren die ganz gut, aber ansonsten waren die halt irgendwie noch nicht so geil. So, da haben wir es. Wir brauchen den Zombie-Kopf in der Mitte. Wir brauchen das dahin und einen Redstone unten hin. Jo, funktioniert, sehr gut. Funktioniert, dann können wir den Crafter fast schon fertig machen.
Gab natürlich auch so komische Pressen, die gibt es hier allerdings nicht. Die ich in diversen anderen Spielen mal hatte. So, dann können wir den... Fehlt nur noch der Kopf. Und da haben wir den Z-Logic Controller. Natürlich ist Zombie-Logic Controller wichtig bei sowas. Keine Plan, Alter. So, gut, das haben wir fertig. Jetzt brauchen wir irgendwo noch einen Platz, wo wir dieses Ding, wunderschöne Gerät, hinbauen können. Seid gegrüßt, werte Halle der Automatisierung. Sage mir, wo du noch Platz hast. Ich glaube tatsächlich hier drin. Hi. Okay, warte mal, da ist zumindest schon mal ein Item-Ding. hier muss aber irgendwo noch Strom liegen, oder? Und ME-Kabel. Warum nehme ich da keine Schaufel, ey? Strom und ME-Kabel. Müssen wir irgendwo haben? Oh, guck mal, da sind ME-Kabel. Und das ist ein Wasserkabel. Gut, dann brauchen wir nur noch Strom. Haben wir aber hier irgendwo auch. Da ist ein Stromkabel. Sehr gut. Ich will das jetzt nicht hier wegmachen, weil ich glaube, dann kommt mir was entgegen. Das wäre ein bisschen doof. Ne, das ist gar kein Stromkabel. Wo ist denn hier ein Stromkabel? Bepower ich das nur mit dem ME-Kabel? Ich glaube schon. Das ist ja mal mega krass eigentlich. Das ist ja mal mega krass. Aber wie kriege ich denn den Strom dahin? Wie kriege ich denn den Strom dahin? Okay, warte mal. Kein Problem. Oh, hallo, meine Sicherungs-Sentries. Wie, ich glaube, Veni dachte, weil ich ja selber Sentries habe, kann ich die nicht bei ihm gesetzt haben. War voll guter Trick. War voll der gute Trick. Obwohl, in meiner Eingangshalle hat jemand anders die gelegt. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Erde rein. Guck mal, jetzt hört man auch wieder das Abbauen. Und hier ist irgendwo so ein geräuscharmes Gerät. Aber dass ich... Habe ich da echt keinen Stromkabel? Ja, geil, jetzt habe ich eins hier. Jetzt habe ich ja eins hier. Ist ja jetzt nicht mehr so, dass ich eins bräuchte. So. Machen wir mal so. Jetzt kann man nämlich nur konfigurieren, was wo reinkommt. Ich überlege gerade, wir bräuchten ja einen Import und einen Export. Wobei natürlich eine wunderschöne Kiste wäre dann natürlich wieder ganz schön. Beziehungsweise zwei wunderschöne Kisten. Oder reicht auch eine Kiste? Eine Kiste? Eine Kiste? Eine Kiste reicht. Sehr gut. Muss dann immer so ein bisschen durchspielen im Kopf. Aber ist natürlich sehr, sehr schwierig. Chest. Da haben wir schon mal eine Diamond Chest. Und wir brauchen einen Import. Einen Import und einen Exportbus. Die kann man natürlich separat trimmen. Exportbus haben wir leider nicht. Aber jetzt. Und dann brauchen wir noch Cable. Cable, meine Freunde. Cable. Davon brauchen wir, glaube ich, auch ein paar Kabel. Und Conduit-Fassaden brauchen wir auch noch ganz viele. Cable. Aber das ist halt ein Gerät, was ich jetzt unbedingt noch bauen wollte vor dem Ende des... Weil ich will euch so viel automatische Sachen geben, wie geht. Ist, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes... Wie soll man das sagen? Ein ganz gutes Vermächtnis, alles fertig zu haben. So, Sekunde. Das geht da auf jeden Fall rein. Insert. In grün. Dann geht's hier halt rum. Da hinten sterben die ganze Zeit. Obwohl, ich kann natürlich auch, sehe ich gerade. So. Hier unten könnte ich auch Insert machen, weil ich kann das Ding ja noch konfigurieren. Und hier oben mache ich Extract. Und zwar Always Active. Da machen wir den noch aus. Ich glaube, da sind diese Drawbridges drin. Genau, wir inserieren in Drawbridges. So. Mal, was ist das denn? Disabled. Okay, jetzt müssen wir dem Ding noch sagen, pass auf, mein liebes Gerät. Push. Ne, warte mal, da geht's... Nochmal neu, da geht's rein. Und da geht's raus. So, jetzt haben wir es aber. Das ist gut. Und jetzt müssen wir nur noch eine Kiste bauen, wo wir dann die beiden Busse dran machen und dann fluppt das schon. Also ist diesmal nicht so mega aufwendig.
Nur halt die Verkabelung an sich. Wobei, da brauchen wir jetzt erstmal ein Gold. Gold. Guck mal, wir haben schon 1500 Goldnuggets, weil die Dinge einfach alle verbraten werden. Und Goldbarren brauchen wir noch, um dann zu sagen, pass auf, das rein, das raus. Einem Sinn. Einem Mund. So, pass auf. ME-Kabel geht. Ah ne, warte, hier oben ist ein ME-Kabel. Da kann ich natürlich auch dran. Optimum. Oh, ich dachte, ah ne, geht ja gar nicht. Ich dachte schon, der verbindet sich jetzt hier wieder. Aber war ja gar nicht der Fall. So. Alles wieder ein bisschen eng hier. Ich weiß nicht, ob ich das bei einem anderen Haus oder generell bei einem anderen Projekt größer bauen würde. Obwohl, da wollte ich ja sowieso, also zum Beispiel bei dem Resident Rise Projekt, da wollte ich die Sachen natürlich eh ein bisschen weiter auseinander bauen. So, das ist der Importbus. Er importiert nur ganze Barren. Wobei die sich irgendwann überkreuzen können, je nachdem wie schnell diese Crafting-Maschine ist, obwohl ich müsste, glaube ich, dem Export-Ding mehr Macht zu oder schneller machen. Egal, wir probieren es einfach mal aus. Und Exportbus, da nehmen wir dann die drin. Muss ich aber echt da mal gucken. Nee, ich baue es anders. Ich mache es anders. Ich brauche ja eh zwei Busse, deswegen ist das relativ egal. Und wir sind... Von hinten können wir... Ich wollte ja nur nicht machen, dass man von vorne jetzt quasi diese Fassaden hat, diese normalen. Deswegen habe ich das so gebaut. Aber wenn wir das so machen... So... Und dann machen wir hier mal Extract. Ah genau, Extract, always active. So. Ich erkläre das gleich nochmal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Alles heute ganz kurz. Ich komme nicht mehr raus. Voll am Lenken hier in dem Ding. So, dann müsste der Bus hier auf jeden Fall getauscht werden. So, dann machen wir hier einen Exportbus dran, dass hier die Goldnuggets drin landen. Genau, so ist gut. So ist perfekt. So, dass hier die Goldnuggets drin landen, das passiert ja jetzt schon mal. Dann werden die quasi da reingepumpt. Insofern der Schrank weiß, was er machen soll. Goldnuggets. Boah, schon 1900. Krass. Krass. Können natürlich jetzt hier noch so ein Update reinmachen, aber ich glaube, das ist gar nicht vonnöten. So. Ah, guck mal, wird aber schon reingepumpt. Jetzt kommt der nächste. Ach lol, dein Ernst? Der macht halt jetzt Buffering Item Stack. Single Items. Item Stacks. Single Items nehmen wir natürlich. Dann macht er da jetzt gleich den Goldbarren raus und kann das hinten wieder ausstoßen. Dann haben wir es auch fertig. Aber ich glaube, es funktioniert jetzt gerade nicht, weil für den letzten Schritt muss der wahrscheinlich Strom haben. Und das hat er noch nicht. Aber schon interessant soweit. So. Da rein, da raus. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, nur noch Strom. Bitte verbinde dich. Das ist wieder Device Missing Channel, ne? Das ist immer so ätzend. Wobei ich genau weiß, dass hier irgendwo ein ganz fettes Kabel hergeht. Vielleicht müssen wir da einmal ganz kurz dran. Wir müssen einmal an dieses Kabel dran. Wo auch immer sein mag. Ich weiß aber, dass das irgendwo hier drüber ist. Warte mal. Da ist es. Oh. Cool. Und ich sehe gerade normal, ist doch alles gut. So viele Sachen sind doch gar nicht dran. Anscheinend doch. Funkt. Warte, ich mach mal. Vielleicht geht's ja trotzdem. Das ist ja nur unser allseits beliebter Anzeigefehler. Kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Dann probieren wir es gleich mal eben aus. Ja, 5 Bilder pro Sekunde. Krass, Alter. Sehr gut.
Die zwei Kabel, die hier hochstehen, sind genau die beiden Kabel, die mir noch fehlen, um da hinzukommen. Und diese Kabel sollen natürlich auch irgendwie Lecks verursachen, zumindest in der Größenordnung, in der ich die hier quasi verteilt habe, weil... Oh. Weil die Fläche sehr klein ist und ich sehr, sehr viele Kabel halt auf einem Fleck habe. So, pass auf, so. Barren fertig. Barren fertig. Barren fertig. Also funktioniert ohne Probleme. Obwohl er sagt, die weiß Missing Channel. Finde ich total blöd. Okay, trotzdem gut, funktioniert. Dann kann ich mal eben hier zubauen wieder. Mit meiner schönen Erde, die ich hier irgendwo habe. Da habe ich sie. Warum eigentlich 45? Warum denn so viel Erde? Da hinten, die kann die spawnen. Geh doch mal bitte da rein und bau diese wunderschöne Erde dahin. So, da war's. Und ich hoffe für euch, dass ihr einigermaßen gute Rechner habt, wenn ihr die Map haben wollt. Weil ich glaube, die ist sehr stark gefährdet von Lex her. Und natürlich, wenn, also sag mal so, ihr möchtet gerne mein Haus haben und möchtet mir ja hier mitspielen und mit dem anderen Kram nicht, dann geht ihr quasi in den anderen Häusern rein oder generell auf die anderen Grundstücke und deaktiviert erstmal alle Chunkloader und auch alle Maschinen und dann sollte es auch besser laufen bei jedem. Conduit-Fassaden. Oh, da muss ich auf jeden Fall noch welche machen. Ich habe gar keine mehr, ne? Lol. Lol, da brauche ich wohl... Da brauche ich wohl ein paar mehr wieder. Verdammt, Mann! Hö, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt wieder alle rein. Normalerweise müssen die eigentlich sofort verbraten werden. 5. Wird natürlich nicht sofort verbraten. Conduit. Ach, Beine Composite. Also muss ich nur nach Beine suchen. Aber, Alter, 1000? 1000? Lass mal ausrasten. Habe ich jetzt eigentlich diese Laboratory Block Conduits mitgenommen? Conduit, Laboratory Block. Da haben wir sie. Stellen wir natürlich ein, dann haben wir direkt nächste Mal, wenn wir starten, richtig viele Dinger hier am Start. So. Okay, sieht natürlich ein bisschen dunkler aus, aber an sich geht es. Das muss ich hier noch einmal rein. Ne, warte, da nicht. Tür machen. Das ist die falsche Roller, die falsche Tür da hinten. Muss ich mal ändern. Obwohl ich glaube, das funktioniert jetzt eh nicht, weil hier überall Coins drin sind. Wetten. Coins. 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 Egal, trotzdem wird es dann nächstes Mal fertig sein. Und im Grunde werden die Coins jetzt verbraten und zu Gold gemacht. Und wir hatten ja 150.000 Coins. Die werden zu 150.000 Nuggets. Und daraus werden dann durch 9 90.100. Auf jeden Fall ganz viele Barren. Ganz viele Barren auf jeden Fall. Guck mal. Wie geil. Man kann einfach so machen. Und tschack. Kann man nicht mehr drücken? Okay. Egal. Lass einfach mal weiterlaufen. Gut, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen nach unten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn der ganze Kram verarbeitet wurde. Und wir hier unten auch ein paar Conduit-Fassaden bauen können. Und vielleicht machen wir ja dann DecoCraft. Tschüss.